Hallöchen YouTube, hier wieder Surround Gaming. Ja, heute mal wieder mit ein bisschen Peripherie auch mal wieder am Start und wir wollen mal wieder was anderes testen. Das, was wir uns heute angucken, ist schon eine ganze Weile auf dem Markt, ist aber so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ja, nicht untergegangen, will ich nicht sagen, aber es hat natürlich, ja, zwischen Sinn und Unsinn, ja, so nicht richtig, sage ich mal, die Kurve bekommen, weil Tastaturen haben wir schon oft auf dem Channel gehabt, also massig von den Corsairs, K100, den Logitechs, die ganzen 915er, Orion, Spark, wie sie alle heißen, kabelgebunden oder auch mit Wireless. Nichtsdestotrotz, ich bin auch ein großer Fan der Logitech G13. Das ist sozusagen eher ja so Art Padform, Control-Padform mit einem Thumbstick und mit einem Display sogar. Das gute Stück kriegt man nicht mehr. Ich habe es das ein oder andere Mal ja auch in die Kamera gehalten. Dementsprechend, das Ding ist rar und man sucht da immer noch Ersatz. Es gibt, sage ich mal, von Razer eine Variante, die ist aber, wie soll man sagen, ja, nicht Fisch und nicht Fleisch. Letztendlich hat sie die G13er nur in Form der Tasten, sage ich mal, ablösen können. Und dann hat mich dann noch einige andere Sachen, wie die Software, nicht begeistert bei Razer. Deswegen testen wir heute mal das Control-Pad von Cooler Master. Ist eine ganz interessante Sache. Gibt es in zwei Ausführungen. Einmal, sage ich mal, mit Geterion Switches. Die sind ja, auch schon relativ verbreitet, nicht so ganz verbreitet wie die Version, die wir jetzt hier sehen. Das ist die Cherry-Variante mit Cherry Red Switche. Das Besondere hier ein bisschen dran ist sozusagen die Pressure-Sensitive-Technologie. Das heißt im Endeffekt, der Druckpunkt auf den Switches wird mitgetrackt. Und dementsprechend mit einem Laser sozusagen. Und je mehr er den Switch durchdrückt, desto höher ist der Tastendruck. Also eher muss man wirklich sagen, wie ein Control-Pad, also vom Xbox oder von der PlayStation, wenn er, sage ich mal, die Thumbsticks verwendet. Deswegen hat das, sage ich mal, ein paar Neuerungen, ein paar Vor- und ein paar Nachteile. Das Ding ist entstanden eigentlich aus einem Kickstarter-Projekt. Und Cooler Master hat das Ganze damals so ein bisschen, weil die machen normalerweise nicht so viel Tastaturen, hat das als Testphase genommen, um zu gucken, ob für das Thema einfach Markt da ist. Und so richtig etabliert hat es sich nicht, weil der Punkt ist einfach, dadurch, dass das Ding hier nicht in massiven Stückzahlen rausgeballert wird, ist es relativ teuer. Die Cherry-Tastatur, also die Cherry-Version, ist teurer wie die Geterion-Switche-Version. Und aktuell ausverkauft. Ja, muss man klipp und klar sagen. Bei Cooler Master auf der Seite waren die im Sale. Die sind auch rasend schnell weggegangen. Da gab es die Cherry-Version für 79 Euro zuzüglich Versand und für 69 die Geterion-Variante. Ihr kriegt das Ganze noch bei den ein oder anderen größeren Versandhändler, der auch manchmal Stores hat oder der nur sozusagen im Online-Bereich ist. Aber da müsst ihr für über 100 Euro berappen, im Endeffekt die Cherry-Version und die Geterion-Version kostet ungefähr 90 Euro. Von der Seite her, ja, nicht ganz so günstig, sagen wir mal vorsichtig. Ja. Was ist jetzt das Besondere daran? Wie gesagt, dieses Sensitive ist auf jeden Fall ein Thema. Wir packen das Ding gleich gemeinschaftlich aus. Qualitätsmäßig soll es ganz gut sein. Ähnliche Qualitätsanmutung wie die 915. Wir haben jetzt hier einfach mal auch als Vergleich noch die Logitech G915 dabei, die taktile, also ohne Numpad. Und bin gespannt drauf. Das Problem ein bisschen, was auch viele monieren, Cooler Master hat sich da sehr weit aus dem Fenster gelehnt und hat diverse Zubehörsachen, sage ich mal, angekündigt in Form von Tastencaps. Die Tastencaps sind aber nie in den Markt reingekommen, großartig. Es gab ein paar Muster, die wurden verschickt bei den ersten Versionen. Da konntet ihr dann nämlich die Tasten wunderbar austauschen. Aber ich sag mal so, das sollten normalsterbliche Tastenkappen sein. Dadurch, dass das hier Cherry-Tasten sind, möchte ich mal behaupten, könnt ihr auch jegliche Form von anderen Herstellern von Tastenkappen hier verwenden. Und das werden wir natürlich dann auch, sage ich mal, testen. Natürlich könnt ihr nicht die hier nehmen, das sind so ganz kurze Tasten. Bei der Logitech Taktil, hier braucht ihr, sage ich mal, Normalsterbliche. Aber lasst uns das Ding mal gemeinschaftlich schnell auspacken und dann will ich mal den ersten Eindruck schildern, weil ich habe sie vorher auch noch nicht gesehen.
Werde es auch dann, sage ich mal, gleich testen in Form von ja, Game. Also wir nehmen da mal Halo Infinity, so rum, um einfach mal zu gucken, wie das Ganze, sage ich mal, sich steuert. Okay, hier haben wir schon mal ein bisschen Anleitungskram. Die Software soll grottenschlecht sein, das schon mal vorweg. Laut den Kritiken, die man so online, sage ich mal, liest. Ich denke mal, aber jetzt ein paar Jahre, beziehungsweise es sind schon ein paar Jahre, das Ding ist schon 3 Jahre, glaube ich, auf dem Markt. 2 Jahre sind so die meisten Rezessionen. Und jetzt zum letzten Jahr kamen noch ein paar. Hier sieht man schon die Software, oh, eine Menge Kram hier. Okay, hier kann man auf Deutsch umschalten. Okay, da bin ich ja mal gespannt. Das haben auch viele moniert, aber da haben sich anscheinend ein bisschen was bei gedacht und ein bisschen was geupdatet. Dann haben wir hier das gute Stück, ein bisschen Plastik. Und dann kommt hier das gute Stück. Mal gucken. Ja, also so auf dem ersten Eindruck. Ich halte es mal ins Mikro. Ja. Oh doch, also die sind sehr, sehr ähnlich dem vom Logitech, dem Scrollrad. Ist auch nicht schlecht, die Rifflung ist eine etwas andere. Ansonsten, wenn ihr die G915 kennt von Logitech, sehr ähnlich. Oh, ein sehr langer Hub. Ja. Aber ich muss sagen, ganz angenehm. Also bin ich gespannt drauf. Was mich schon jetzt stört im Endeffekt, das haben aber viele diese Numpads, ist ja wie ein Numpad eigentlich, dass die sozusagen, da müsste die Space-Taste ein bisschen länger sein. Die 24 ist ja immer die Leertaste zum Hüpfen, die braucht man natürlich relativ häufig. Ansonsten ist das aber alles gut erreichbar. Ah ja, doch, also bin ich gespannt drauf. Nee, macht einen guten Eindruck. Hat hier auch Füßchen. Kann man einen anderen Winkel machen. Auch nicht schlecht. Nee, bis jetzt muss ich sagen, erster Eindruck schon qualitativ recht hochwertig. Jetzt gucken wir uns doch mal. Okay, was ist das für ein Blödsinn? Da ist was Magnetisches, aber sehr schwach. Na gut, das haben wir natürlich wieder hier. Das kriege ich nicht mal weggezogen damit. Da hat man wieder an den Magneten gespart. Warum, verstehe ich nicht. Das ist eigentlich ganz gut gemacht, muss man sagen. Ja, doch. Das ist nicht schlecht. Also muss man sagen, mit der Handballenauflage nicht übel. Ohne geht aus meiner Sicht auch. Da ist der Winkel nicht schlecht. Warum man jetzt hier den Magnet so schwach gemacht hat, wir können mal testen, ob wir mit einem anderen Magneten das ein bisschen gleich verbessern können. Kleinen Moment. Ich habe ja hier recht starke Dauermagneten. Mal gucken. Ja. Die Dinger sind natürlich jetzt zu dick leider, aber ich habe auch so eine schmalen dabei. Natürlich gleich, so müsste es normalerweise gleich sein, dass der das mitzieht. Also hier sollte man sich ein bisschen, kann man so ein Magnet aufkleben, so einen ganz flächigen, und dass das andockt. Ich meine, gut, wenn steht, steht's. Ja, wegrutschen tut's, glaube ich, nicht. Ist nicht übel. Also da ist so ein bisschen, ja, fühlt sich synthetisch sehr an natürlich, wenn man da schwitzt sehr, keine Ahnung, ob das dann sich schnell abnutzt, das werden wir dann sehen. Das Ding bleibt ja hier sozusagen und wird dann schon mal seinem täglichen Einsatz zeigen müssen, was es, sage ich mal, kann oder was es nicht kann. So, Kabel ist ein USB-C, also schon mal recht modern ausgelegt, und dann ein lila Stecker. Heißt nicht, dass das eine neue USB-Variante ist, sondern einfach nur im Brand von den Cooler Master Jungs. Cooler Master ist ja mal so eine Firma, die hat mich auch schon ziemlich lange begleitet.
Und hab da, wir haben diverse Produkte davon da. So. Unterm Tisch habe ich hier noch ein N200er Mini-ITX-Gehäuse. Hier, um die Tasten zu ziehen. Ja, ist ein bisschen schade, dass wir nicht andere Tastenkappen da haben. Ja. Lass mal gucken. Zack. Da sehen wir die guten Red-Switcher, aber wir sehen hier schon stinknormale Tastenkappen, auch ganz einfache. Also da könnt ihr euch andere holen. Für Red und scheint mir nur ein bisschen lang das Ganze. Die sind sehr, sehr lang ausgelegt, aber mal gucken. Machen wir es mal ran, mal gucken, wie es optisch aussieht. Das Ding hat so ein bisschen Probleme, wenn es mit Gamepads zusammen angesteuert wird. Also sprich, ihr habt noch einen Xbox-Controller dran, ne, am System. Das Ding muss wohl immer auf Platz 1 sein. Es duldet eben keine Konkurrenz neben sich. Hat damit zu tun, dass ansonsten das Ding nicht in den Spielen als erste Instanz erkannt wird, sondern die anderen Devices denn. Und dementsprechend, ist auch ganz gut gemacht mit der Kabelführung, dementsprechend müsst ihr da wohl drauf achten. Aber mehr dazu dann später. Wir werden, sage ich mal, nach einer gewissen Zeit, wenn ich das Ding ordentlich auf den Zahn gefühlt habe, werde ich das auch noch mal ein Update-Video zu machen. Jetzt wollen wir erst mal gucken, wie es blinkt und leuchtet. Boah. Das, was bei euch jetzt hier blau erscheint, ist eigentlich lila. Auch geil. Nö. Kann man nicht meckern eigentlich. Finde ich nett. Also vom ersten Tastendruck ist es nicht schlecht. Und so vom ersten Feeling auch nicht übel. Das Ding ist einfach ultimativ platzsparend. Das war so ein bisschen die Anforderung. Ich bin ja nun ein Freund davon. Und bin natürlich ein Freund eigentlich auch von sowas. Weil wenn ihr das jetzt zusammen, sage ich mal, habt und ihr habt als Ergänzung, und das Ziel war eigentlich hier, wofür habe ich überhaupt sowas jetzt ins Auge gefasst? Vielleicht dann nochmal kurz der Gedankengang dazu. Der Punkt ist einfach, wenn ihr, sage ich mal, Star Citizen spielt, Elite Dangerous, DCS, also Spiele, wo im Fokus, sage ich mal, ist der Wechsel zwischen den Peripheries, sprich zwischen Tastatur, Maus und eventuell noch Joysticks, dann sucht ihr euch in der Regel, sage ich mal, so eine kleine Tastatur, die ihr irgendwo aufbauen könnt, weil ihr habt den Platz einfach nicht. Ihr müsstet sozusagen, wenn man es richtig machen will, müsstet ihr so eine Combo fahren und das ist immer sehr, sehr voluminös. Da ist eine Maustastatur, gerade wenn man zum Beispiel bei Monster Tech die großen Arme sich holt, die Alu-Arme und dann drumherum, sage ich mal, hat Rechtsmaustastatur so eine Ablage und links im Endeffekt also links Tastatur, rechts die Maus, dann ufert das immer aus. Und dann deswegen sucht man eigentlich, muss man sagen, so eine kleine Eingabeoption, wo man die Tastatur eigentlich wegnehmen kann. Weil in der Regel, sage ich mal, für die Shooter-Elemente oder die First-Person-Elemente braucht ihr eigentlich nur das Tastenfeld. Das reicht vollkommen. Das ist im Endeffekt, wenn man so will, die Tastatur hier abgeschnitten. So ein Numpad ungefähr ein bisschen größer als ein Numpad ist es ja. Hat eigentlich, wenn man so will, gerade mal eine Tastenreihe mehr und eine Tastenreihe mehr nach unten. Also sozusagen die Sache ist extra. Ansonsten ist es ein Numpad, ein ganz normales. Das, was hier einfach zum Tragen kommt, ist natürlich, dass es sehr hochwertig durch Alu hier ist, ein Aluminiumgehäuse. Das ist natürlich ganz nett gemacht, muss man sagen. Das Licht ist ganz solide ausgelegt. Also die sieht jetzt nicht schlecht aus. Jetzt müssen wir noch die Tastatur anmelden und dann natürlich auch noch die Software testen. Aber das machen wir jetzt gleich. Und jetzt gucken wir uns mal die Software an. So, wir mussten erstmal die Software finden. Das ist gar nicht mal so einfach, aber letztendlich ist es uns gelungen. Hier gibt es eine aktuelle Version für Windows 10 und Windows 11. Also hauen wir uns die mal gleich rauf. Mal gucken, eine ZIP-File, relativ klein. Ansonsten, ja, wer sucht im Endeffekt, wird fündig ganz unten auf der Seite bei Cooler Master und dann unter Downloads könnt ihr euch sozusagen hier die Software runterladen und dann installieren.
Gibt auch eine Liste der supporteten Spiele. Es geht aber auf eine Fanseite, glaube ich. Den habe ich auch schon mal gesehen. Aimpad.com. Und die sieht ja die Liste der ganzen supporteten Spiele. Ist schon ganz schön ordentlich. Also da ist jetzt doch einiges dabei. Sicherlich nicht alles, wenn ich jetzt schon Beispiel bei P unter Planetside gucke. Aber ihr könnt euch das natürlich selber in Anführungszeichen anpassen. Und dementsprechend wollen wir mal das Ganze so auf sich belassen. Also das, denke ich mal, wird nicht das Problem sein. Installieren wir schnell das Programm und dann gucken wir mal, wie das ist. So, da haben wir das gute Tool drauf. Master Plus nennt es sich. Gucken wir uns das doch gleich mal an. Führen wir gleich mal als Administrator aus. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Mal gucken, wo es bleibt. Ja, hat in der Tat ein bisschen gedauert, bis es hochgefahren ist. Da war ich jetzt ein bisschen zu ungeduldig und damit habe ich es jetzt auch abgeschossen. Ne, da ist es wieder. Okay. Dann gucken wir doch mal. So, was haben wir denn hier alles? Okay. Hier liest er gleich unsere ganzen Peripheriedaten aus. Interessant. Da ist die typische Cooler Master Software, die auch für andere Sachen verwendet wird. Und hier ist das Control Pad. Wollen wir mal gucken, ob es findet. Übersicht. Ja. Die schnellste Software ist es aber nicht, muss ich sagen. Wir machen mal nur jetzt den Bildschirm. Jetzt kommt sie. Komischerweise dauert die sehr lange, muss ich sagen, bis das umschaltet. Ja, aber sei es drum. Wenn es geht, geht's anscheinend. So, was haben wir hier? Hintergrund, Vordergrund, Regenbogen. Das müsste ich euch mal wieder dazu schalten, damit ihr auch das gute Teil seht. Hier sieht man es, glaube ich, ein bisschen. Diesen Regenbogeneffekt jetzt bei dem Teil hier. Fadenkreuz. Was soll jetzt Fadenkreuz sein? Anpassen. Fadenkreuz. Oh. Sterne. Mhm. Schnee. Farbenzyklus. Anwenden. Achso, okay. Es geht hier so ein Farbenzyklus durch. Ich glaube, ihr seht es oben in den kleinen Fenstern ein bisschen nett, aber naja. Ist schon ganz gut gemacht, muss man sagen. Also da kann man jetzt nicht meckern. Schnee sehe ich jetzt hier nicht ganz den Sinn. Wasserwellen können wir auch nochmal schnell testen. Braucht erstaunlicherweise sehr lange, bis es die Anwendung schluckt oder programmiert wird. Hier macht er jetzt gar nichts. Regenbogen macht er deutlich schneller. Wasserwellen will er irgendwie nicht oder mache ich dann Fehler jetzt? Kann ich noch nicht ganz genau sagen, ob ich es jetzt bin oder ob... Reaktiver Tornado. Ja gut, damit wollen wir uns jetzt nicht zu lange, sage ich mal, aufhalten. Kann man eine Menge machen, statisch. Eigentlich für mich immer das Interessanteste mit. Ich mag es nicht so, wenn es hier rumwuselt. So, Tastenzuordnung, aha. Hier hat er auch gleich WASD. Also so, wie man es erwartet. Okay. Aimpad ein und aus. Aimpad ein. Okay, warum ist er jetzt rausgegangen?
Das konnte ich jetzt auch nicht ganz nachvollziehen, warum er jetzt da rausgesprungen ist aus dem Teil. Für ihn war es anscheinend das Aimpad auszumachen jetzt, war ein Ziel der Übung. Ja, ich lasse ruhig mal so mitlaufen, dass man mit da mal sieht, so die erste Einrichtung und ob das Ding wirklich jetzt solide ist zum Einrichten oder ob er euch da eher ja irgendwie Nagel ins Bein haut, weil ihr seht ja, ganz unproblematisch scheint es nicht zu sein. Das Ding flimmert jetzt hier auch geilerweise. Okay, so ein Impuls oder so. Spannend. Jetzt ist es wieder komplett lila. Aha. Ein bisschen tückisch ist es. Also irgendwo ist da noch nicht ganz die Sache rund aus meiner Sicht. Starten mal die Software neu. So, Anwendung läuft bereits, genial. Ja, so, irgendwo. Wieso sagt er mir jetzt, die Anwendung läuft bereits? Gucken wir hier nochmal als Admin rein. Okay, jetzt kommt's. Gut. Immer wieder statisch, neben Orange. Also die Befehle nimmt er an. Die Tastenzuordnung machen wir Keypad. Game Controller kann man auch. Okay. Neues Makro erstellen. Gut. Lassen wir es mal als klassisch WASD, also so wie man es wahrscheinlich in 80% der Fälle einsetzen würde. Und wir machen mal einen Test mit Halo, würde ich mal sagen. Mehr will ich erstmal hier gar nicht ausprobieren. Grün will ich nochmal kurz. Unassigned, okay. Okay, Volumen hoch. LED heller und dunkler. Ihr könnt ja die LED heller und dunkler machen von dem Teil. Ah, das ist schon okay. Muss man auch sagen, die Alu-Räder hier oben sind echt gut, laut leise. Also, also hier kann man sicherlich noch was anderes draus machen. Und ein Zoom oder so, dass man, wenn man sniped oder so, kann man hier reinzoomen. Da gibt es schon ein paar Sachen. Machen wir es erstmal so, wie es ist. Ich denke mal, die... Okay, das ist rausgesprungen. Ah, die Verbindung wird aber anscheinend nicht gehalten, weil ich möchte mal behaupten, irgendwie hier kollidiert da, glaube ich, mit irgendwas. Ich mache mal nebenbei mein Schreibprogramm auf. Und mal gucken, die Tasten. Ah, nee, okay. Nee, irgendwie. Und was spinnt hier manchmal ein bisschen mit der Software? Nee, macht er alle doppelt. Okay. Weil wir haben jetzt hier, das ist natürlich auch ein bisschen problematisch für die ganze Sache. Ich habe jetzt hier drei Tastaturen dran. Die kleine, eine Orion Spark und die. Also wir können mit drei Eingabedevices das Ganze testen. Ob das jetzt parallel läuft, ist die Herausforderung. Programmiert ist er ja. Ab und zu fällt nur die Software ja mal aus. Ah, da ist er irgendwie ein bisschen. Kann aber an meinem System jetzt liegen, will ich jetzt gar nicht mal sagen, dass hier unbedingt Cooler Master das Problem ist. Wir machen jetzt mal die Software weg und gehen jetzt Also was mal in man sagen Halo. muss, ist im Endeffekt, dass das wirklich interessant ist, sage ich mal. Ihr könnt hier, mal, ihr seht es jetzt ein bisschen schlechter leider. Ihr könnt oben links den Bildschirm ein bisschen beobachten. Ich kann jetzt ganz langsam laufen, indem ich die Taste nur ein bisschen durchdrücke. Also so wie ein Joypad, muss man klipp und klar sagen. Ist natürlich ein bisschen andersartig als...
Ja, das normale, wie soll man sagen, Gameplay. Ich probiere es jetzt mal im Einklang zu bringen, damit ihr auch noch ein paar Aufnahmen seht. Er bricht leider mal ab jetzt. Ich krieg's leider nicht abgegriffen jetzt gerade, aber warum, Sieh mal weshalb, da. wieso? Wie ist das ein Spaten? Werden wir noch Was rausfinden. passiert jetzt? Also unterm Strich, ich würde mal sagen, ich teste jetzt mal ein bisschen und nehme die Gaming-Szenen dabei auf. Fühlt sich gut an. Also ich bin positiv überrascht. Ist relativ laut. Also vom Tastendruck muss man mögen, aber ich finde es gut. Response ist gut, Tastendruck ist gut. Die Space-Taste ein bisschen zu klein, die müsste ein Ticken größer sein. Aber bis jetzt muss ich sagen, gefällt mir gut das kleine Teil. Ich werde jetzt ein bisschen Halo quälen und mal Sie hatten ein gucken, verbessertes Schildmodul. ob wir über die eine Passage rüberkommen, wo wir den ersten Boss nämlich Also müssen legen. wir rausfinden. Die ist auf der höchsten Warten bleibt. Schwierigkeitsstufe recht Das knackig. ist Warten-Lolli-Taste. Und Auf der dementsprechend wollen wir mal hat fast einen gucken, Monat keine Vitalstrahlen ob mehr. das machbar ist oder Das auch wirkt wie nicht. ein Partikelschwert, aber anders, stärker. Auf einen Schlag. Sie hat es kalt Ja, erwischt. wir machen jetzt hier schon ein kleines Zwischenfazit zum Controlpad von Cooler Master. Ich will das Video nicht zu lange werden lassen, zumindest für einige. Diejenigen, die sich, sage ich mal, meine Tortur mit Halo Infinity und dem Test sozusagen an dem ersten Endboss, sage ich mal, mit den Controlpads zusammen anschauen wollen, die können das gerne tun. Ich hau alles hinten dran sozusagen. Also nach dem Fazit jetzt, hier kommt noch eine Menge Halo Infinity Content. Wer Lust hat, kann sich das Ganze mal geben. Und auch der Beweis im Endeffekt, dass ich ihn lege, den mache ich auch rein. Ich zeige euch aber nicht, wie ich ihn lege. Da müsst ihr einfach verschiedene Techniken ausprobieren oder Taktiken, sage ich mal, wie ihr vorgeht. Natürlich die beiden Schakale sozusagen, die beiden roten Elite-Schakale zuerst. Das denke ich mal, ist vollkommen klar. Und dann, wie er den Boss, sage ich mal, legt, sei dahingestellt. Aber ich bin vom Controlpad, darum soll es ja heute gehen, sehr angetan von Cooler Master. Finde das echt süß und richtig zweckmäßig und fühlt sich auch toll an. Also bin sofort nach der ersten Spiel-Session sofort damit klargekommen. Und das ist immer schon ein Indiz, dass die Peripherie gut ist oder zu einem gut passt. Ich habe ja hier eine Menge Tastaturen auch auf dem Channel, sage ich mal, ausprobiert. Die G910 Orion Spark ist immer noch so ein bisschen mein Favorit sogar, obwohl da nur, sage ich mal, die älteren Römer-Tastaturen drunter sind von Logitech, die weiß Gott nicht mehr State of the Art sind. Aber nichtsdestotrotz, die hat immer noch was, eine gute Haptik, einen guten Winkel mit den Tasten und so weiter. Das spielt schon echt eine große Rolle. Wir haben ja hier auch die 915 da in der Vollversion Wireless. Mit den taktilen Switches. Wir haben sie hier oben, wie ihr auch seht, in der kurzen Version, in der TKL-Version da. Wir hatten die Corsairs, die K100, was ja so für viele das Spitzenmodell ist, wo ich gesagt habe, kann ich gar nicht nachvollziehen, komme ich nicht mit klar. Die Sache wirkt billig aus meiner Sicht und dafür 200 € ist echt zu happig. Und dann natürlich die ganzen anderen Tastaturen, die wir hier durchgejagt haben, von der Seite her. Wir wollen natürlich nur die Sachen ein bisschen bringen, die wirklich Sinn machen. Deswegen hatten wir zum Beispiel das Razer, die Razer-Auskopplung von diesem Controlpad nicht gezeigt. Die hat mir jetzt persönlich nicht gefallen. Das Ding hingegen hier ist wirklich nett. Auch von der Größe echt charmant. Also ich finde es echt stark, was Cooler Master hier gebracht hat, pushe ich deswegen auch gerne und muss auch sagen, so von den ersten Eindrücken, ich kann es natürlich noch nicht zu 100% bestätigen, aber macht einen soliden Eindruck. Die Software werde ich noch ein bisschen auf den Zahn führen, also es wird ein, sage ich mal, Review geben, was ein bisschen länger angesiedelt ist, wenn ich so die ersten ja, Games auch durchgezockt habe damit, weil ich will das schon jetzt vorwiegend einsetzen als Haupt-First-Person-Shooter-Tastatur, also Doom, Halo, die ganzen Sachen sozusagen damit zocken, also auch die intensiven Sachen, wo man wirklich schnell sein muss. Die Sherry-Tasten machen sich gut. Gibt ja die, wie gesagt, in den zwei Versionen. Wir können jetzt noch mal gemeinsam schnell über die Homepage rüber rattern. Die Gateron
Skateron, ja, hört sich besser wahrscheinlich an, oder wie immer man es aussprechen mag, sind, sage ich mal, günstiger. Die Cherry-Tastaturen, die Cherry-Switches vielmehr, MX-Version in der Red-Version, die ja sehr, sehr bekannt, sehr verbreitet, gelten ja für viele so als Nonplusultra. Deswegen hat man sich hier eigentlich die besten ausgesucht. Ihr könnt vier Profile anlegen, sozusagen gespeichert im System selber drin, also im Control-Pad. Ja, das ist alles schon sehr nett ausgedacht, muss man klipp und klar sagen. Und von der Seite her kann man da eigentlich nicht meckern, was das ganze Thema angeht. Zumal, muss man auch klipp und klar sagen, der Preis ist natürlich ja ein Knackpunkt. Also ich sag mal so 60 Euro, wie hier auf den Store, sage ich mal, ja, bis vor kurzem anscheinend zu haben. 69 Euro für die Gaterion-Variante, 79 für die, wobei es war, glaube ich, sogar 69 für die Cherry-Variante und 59 für die Gaterion-Variante. Die hat nur 10 Euro Unterschied. Das war okay aus meiner Sicht, der Preis. Ja, das ist sicherlich dann schon Sweet-Spot-Thematik. Die knapp 100 Euro für die Cherry-Version. Und die andere Version mit knapp 90 Euro, ja, sei es drum, ist ein bisschen happig aus meiner Sicht. Dafür kriegt ihr schon die eine oder andere Vollversion einer Tastatur. Das ist das, was die Leute alle haben wollen, was man nicht kriegt. Und im Moment Cooler Master liefert es wohl auch nicht. Die Dedicated Keycaps. Wir können ja mal am Shop gleich noch gemeinsam gucken. Da habe ich noch gar nicht reingeguckt, ob die jetzt vielleicht hier sogar da sind. Das machen wir jetzt mal noch fix nebenbei. Bei online. So, ansonsten, was kann man noch dazu sagen? Lieferumfang, ja, erwartungsgemäß relativ überschaubar. Kabel ungefähr 1,80 lang, USB-C. Könnt ihr natürlich verlängern. Ist stoffummantelt, also ganz nett gemacht, so schnürsenkelartig. Ein bisschen hochwertig, nicht so ganz billig wie das manch anderer noch macht, obwohl das, sage ich mal, sehr, sehr teure Tastaturen sind. Jetzt gucken wir mal hier Keycaps, ob wir hier was finden. Sieht leider schlecht aus. Master Keys, okay, was sind Master Keys hier? Kein Image. Das sind aber, glaube ich, nicht die... Ne. Leider nicht, weil die ja komischerweise, achso, die haben wir uns vor kurzem angeguckt. Ihr seht ja die Preise nochmal, also 80 Euro und 69. Da kommt aber noch Versand, glaube ich, hier dazu. Ich muss gestehen, ich habe noch nichts direkt von Cooler Master geordert aus dem Shop, kann also nicht sagen, ob das wirklich erstrebenswert ist. Das bitte auf eigene Gefahr, wirklich, wie alles andere natürlich ja auch. Sind ja nur Empfehlungen oder meine Meinung oder unsere Meinung hier von dem Channel, die wir hier kundtun. Aber ihr seht hier out of stock von der Seite her. Gucken wir mal bei Sale. Kann sein, dass die im Sale sogar waren. Ne? Das war wahrscheinlich deswegen, sind die hier so rasend schnell rausgeflogen. Jetzt wollen wir nicht zu viel hier für den Kollegen sozusagen Werbung machen, gesponsert werden wir ja nicht, wollen wir auch nicht, deswegen unabhängige Meinungen sind ja wichtig, aber hier muss ich wirklich sagen, ein nettes kleines Teil, der Preis ist zu hoch, also da muss ich sagen, Fazit einfach, Ticken zu teuer, wenn das 69, 79 Euro ist, dann ist es okay, über 100 ist es zu hart angesiedelt. Ich meine, Tastaturen sind verdammt teuer geworden, muss man ja klipp und klar sagen. Logitech und Konsorten und auch Cooler, nicht Cooler Master, sondern Corsair, haben es vorgemacht, bis wohin die gehen. 250 Euro für eine Tastatur ist da ja schon fast im High-End-Bereich Standard geworden. Finde ich too much, würde ich auch nicht pushen. Natürlich die Logitech, die man hier sieht, die war jetzt hier vor kurzem die 915 im Sale. Die ist wirklich eine gute Tastatur, weil Akku ist gut und die ist auch echt schnell. Aber ich sag mal so, diese Tastenhöhe und so weiter von diesem Control-Pad gefällt mir deutlich besser. Das Licht sozusagen, also wenn der Raum dunkel ist, ist die Ausleuchtung gut. Wenn er ein bisschen heller ist, sozusagen der Raum, dann wird es schon ein bisschen grenzwertig. Was mir nicht so gefällt, ist das
diese Magnet unten sozusagen von dem Hand, von der Handballauflage nicht so cool ist, also nicht so gut ranzieht, aber das kann man selber durch einen Magnetstreifen, sage ich mal, etwas stärkeren, glaube ich, beheben. Ansonsten von der Verarbeitung, da kann man nicht meckern. Aus meiner Sicht ist hier nicht alles Alu, ist es auch nicht. Das ist hier alles Kunststoff. Das ist hier gebürstetes Aluminium-Imitat, hätte ich fast gesagt, aber es fühlt sich gut an, muss man sagen. Also so macht das kleine Kästchen ein bisschen was her, von der Seite her. Wie gesagt, wer jetzt noch Bock hat auf Halo, wie wir den Boss da gekillt haben, der sei herzlich eingeladen. Alle anderen würde ich sagen, guckt euch das Teil mal an. Also man bekommt es leider ein bisschen schwer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch würden wir uns natürlich freuen. Abo vielleicht dalassen, wenn ihr nichts verpassen wollt, was wir noch so, sage ich mal, auf den Channel testen. Peripherie kommt natürlich demnächst, hatte ich ja schon angekündigt. Bin im Moment wirklich hart am Testen mit VKB, Wirpel, Peripherie in Richtung Joysticks ist jetzt so unser großes Thema. Thrustmaster wird noch was vor Weihnachten sogar kommen, was Großes, was Neues. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Aber VKB, das kleine Mini-Cockpit, deswegen da. Für ist das gute Stück auch gedacht sozusagen. Das ist als Ergänzung wunderbar und deswegen freue ich mich richtig drauf. Also war sozusagen, muss ich gestehen, das kleine Control-Pad seit langem mal wieder ein Highlight, was mich positiv überrascht hat, sage ich mal, von den Hardware-Sachen oder Peripherie-Sachen, die wir hier haben. Also die VKB-Sachen und die Wirpel-Sachen, Gott bewahre, die natürlich auch, aber da muss man einfach sehen, die sind jenseits von Gut und Böse, was den Preis angeht. Das Ding jetzt hier, ja, ist teuer. Aber ich sag mal so, so ein Control-Pad oder so ein, ja, wie nennt man das, Eingabegerät für eine Hand oder wie heißt das immer? Ich komme jetzt leider nicht drauf, wie das die Händler immer genannt haben. Einhand-Eingabegerät oder so ein Blödsinn, ein totaler bekloppter Name, fand ich. Aber sei es drum, wie gesagt, G13, die Zeit ist lange vorbei vom Logitech G13. Das Ding ist sicherlich immer noch so ein bisschen unique und für viele immer noch, die auch gerade hier so DCS und so weiter zocken, immer noch State of the Art, wenn es um die Eingabe geht, sage ich mal, wenn man zwischen First Person und, sage ich mal, Flugzeug hin und her wechseln muss. Ab und zu bei Star Citizen ist es ja zum Beispiel auf jeden Fall erforderlich und dementsprechend ist das eine wunderbare Ergänzung und passt gut in das Ökosystem, zumindest von meinen Vorstellungen mit rein. In dem Sinne, ich wünsche euch ein paar besinnliche Tage, feiert schön und ja, lasst euch gut gehen, bleibt gesund und der eine oder andere Schnapper, sage ich mal, kommt demnächst auch wieder. Das Ding ist jetzt hier nice to have, aber man muss es nicht haben. In dem Sinne, Surround Gaming ist out und bis dann. Position. Die haben sie im Visier. Sierra 117, verstanden. Ich habe versucht, sie zu erreichen. Sie waren weg. Ich dachte schon, ich... Okay, hab ihre Position. Bin unterwegs. Bereit machen. Noch ein Silex. Dieses Mal offen. Was da wohl drin war? Noch ein Problem. Warum so zynisch? Ist vielleicht was Gutes. Glaub mir, ist es nicht.
und klar. Und wenn nicht, willst du dich echt mit ihm anlegen? Guter Punkt. Wer war das? Holen wir die und... Wie kommen wir hier raus? Ein Terminal, da drüben. Nur einen Moment. Von hier aus müsste ich die Kontrolle übernehmen können. Also ist Trimonius gefallen. Ein Opfer der Macht des Master Chiefs. Doch täuscht euch nicht, er war nicht der Beste der Verbannten. In keiner Hinsicht. Es scheint mir so, wir wurden einander nicht vorgestellt. Aber natürlich kenne ich dich, Spartan. Deine Legende. Die Furcht, die du erwächst, ist beeindruckend. Die Hoffnung, die du in den Herzen deinesgleichen erwächst, trügerisch. Du sollst auch meinen Namen kennen. Und auch meine Legende. Wie sonst sollst du um Gnade flehen? Ich bin Asheron, Kriegshäuptling der Verbannten. Dies ist jetzt meine Welt. Und dir bleibt nur noch wenig Zeit darin. Wow, sehen Sie nur. Es ist so voller Monster, die uns umbringen wollen. Sie müssen einen Landeplatz für mich freimachen. Angreifer. Der Außenposten wird angegriffen. Trimonius ist gefallen. Wir werden Spartan töten. Nimm deinen Platz ein. Nun, bist du feige? Wie deine toten Freunde? Wow. Sehen Sie nur, es ist so voller Monster, die uns umbringen wollen. Sie müssen einen Landeplatz für mich freimachen. Angreifer. Der Außenpost wird angegriffen. Trimonius ist gefallen. Spartan tötet, nimmt seinen Platz ein.
Endlich gut genährt. Bereit, dir zu begegnen. Chief, halt! Wie ist... Ist das ein Spartan? Finden wir raus, was passiert ist. Sie hatte ein verbessertes Schildmodul. Mal sehen, was ich herausfinde. Daten laden. Das ist Spartan Bonita Stone. Aufklärerin. Seit fast einem Monat keine Vitalzeichen mehr. Todesursache war ein Partikelschwert, aber anders, stärker. Auf einen Schlag. Sie hat es kalt erwischt. Der Zug sollte uns an die Oberfläche bringen. Sollte uns an die Oberfläche bringen. Der Zug sollte uns an die Oberfläche bringen. Zieht euch vor!
besten den Aufzug herabrufen. Suchen Sie ein Bedienterminal. Was ist das alles? Genetische Archive. Blutsfetter Speichermedien. Silixe. Woher weißt du das? Ich saß in diesem Raum 6 Monate mit ihnen fest. Und die Dinger reden. Eine Menge. Von den Blutsvätern. Das waren die Verbannten. Kannst du es bedienen? Sogar im Schlaf. Nicht, dass ich je schlafe, aber... Oh, gar nicht nötig. Er ist schon unterwegs nach unten. Feinde. Aber wenn es Freunde sind? Ist es nicht. Escherums Befehl lautet, dass du zu ihm geschafft werden sollst. Er hat nicht erwähnt, in wie vielen Stücken. Ich reiß dich aus deiner Schale! Du sollst eine Legende sein?
Zeig mir deinen Mut! Was ist los, Sohn?